sein oder nicht sein. Das ist die Frage, ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben. Schlaf. Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil, es ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen. Sterben. Schlafen. Schlafen. Vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's, was in dem Schlaf für Träume kommen mögen. Wenn unser Sterblichteil wir abgeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Denn wer ertrügt der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, des stolzen Misshandlungen, verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermutter Ämter und die Schmach, die unwert schweigendem Verdienst erweist, wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte mit einer Nadel bloß. Wer trügt die Lasten und stöhnt und schwitzt die unter Lebensmühe? Nur, dass die Furcht vor etwas nach dem Tode, vor jenem unentdeckten Land, aus dem kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt. Dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein feige aus uns allen. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird es des Gedankens Blässe angekränkelt. Und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so den Namen Tat.